Herzlich willkommen, Freunde. Wir haben Alka-Charts zu machen und Heldenumschulung. Iha! Ja, wieder ein Quintus, Pintus, ach, was weiß ich. Wahrscheinlich wieder irgendein Schlamassel da. So, wir machen aber erstmal Alka-Charts. Sammeln hier mal ein bisschen was ein. So, eine haben wir voll. Und hier kommt Numero 2. Sagt man das so? Ach, keine Ahnung. Komm, ist schon wieder spät. Obwohl, so spät auch wieder nicht, ne? Ah, kann ich gerade nicht sehen. So. Eine Murmel. Kombinieren wir uns mal durch. Noch eine Murmel. Ah, so, das ist gar nicht so einfach. Ja, wir nehmen die für Fock. Schade, nichts abgefahren ist oben bei. Dann nehmen wir die nochmal für Fock. So, okay, Alka-Charts kombinieren war jetzt nicht so der Klopper. Und jetzt Umschulung. Einmal Ares bekommen, sonst nichts. Also, zwar Season 1 Helden, die ich vielleicht noch nicht hatte, von daher erstmal okay. Aber viel Schrott auch. So, von daher gucken wir mal, was jetzt am Ende bei rauskommt. Nicht cool. Justitia rein, Domitia raus. Alles klar. 300 Helden haben wir nicht. Was ist da los? Nee, da. Dann schmeißen wir das mal wieder an. Kann die gleich wieder rein. Und zack, auf ein neues für einen 5-Sterne-Held, den man nicht haben will. Das ist auch, also ich verstehe ja, dass da nicht jetzt eine 50% Chance ist und alles, aber das ist einfach. Ja, es ist ein Verbrennen von Fleisch und allem Klimbim. Ja, muss man wirklich so sagen. So, ich bin ganz stolz, ich habe jetzt mittlerweile hier in diesem Ausbildungslager 30 Tage Rucksäcke und hier 46. Das heißt, ich habe es jetzt endlich umgemünzt. Ich habe ja immer gespart, bis ich zwei Ausbildungslager voll laufen lassen kann, einen Monat, nur auf Rucksäcke. Und werde jetzt quasi, also die anderen hier laufen bei mir auf 11, ja, das hier und das da hinten. Und werde jetzt bevorzugt, weil ich nicht weiß, wie ich bei Atlantis zurechtkomme. Ja, also wenn ich jetzt hier die 30 Tage darunter knalle, bin ich bei dem anderen ja auch nur noch bei 16 und so. Also da müssen wir mal gucken. Ein bisschen was kommt ja über die Woche immer mit zu. Wie ich da durchkomme. Jedenfalls werde ich dieses Ausbildungslager jetzt nehmen, wo ich immer was rausnehme. Deswegen sind da auch gerade nur 17 drin. Das nehme ich, wenn ich richtig durchknallen will, mit 2600 fertigen Ausgebildeten. Und dann habe ich hier in den Ölbern auch noch irgendwie fast 500 und da 300 paar Zerkloppte. Also ich werde dann in der Regel immer quasi die rechten drei eher nutzen und das linke mit den Rucksäcken durchlaufen lassen, so dass ich da immer Puffer habe, falls es mich mal überkommt und ich die Helden jetzt hier extrem durchladen möchte. So, und dann will ich einmal ganz gucken, ganz kurz gucken, wer meine Videos jagt nach dem Top-Team sich anguckt, wollte ich einmal kurz einen Zwischenstand geben. Ja, machen wir ja im dritten Video, dann werten wir es nochmal komplett aus. Wie es so gelaufen ist, ja. Also hier 4-6 gegen unser 4-5er-Team mit grünem Tank gewonnen. Ja, warum man so aufstellt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall auch gewonnen. Gegnerischer Überfall, meine Vergeltung. Gewonnen. 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 Gegnerische Vergeltung, meine Vergeltung. Gewonnen. Gegnerische Vergeltung. Oh, falsch. Da. Gewonnen. Gewonnen. Gewonnen.
Ich weiß jetzt nicht, kann sein, dass das denn hier irgendwann, genau, hier habe ich mit dem alten Team gespielt. Genau, da waren auch die alten. Also alle Angriffe, die ich mit dem Team gemacht habe, unabhängig jetzt davon, was da vorne stand, hat tatsächlich gefruchtet. Von daher, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich löse das ja dann bei dem Video, beim dritten Video, wenn wir ein neues Team basteln, auf. Im Moment sieht es so aus, als wenn das Team sehr gut fruchtet und macht auch Spaß. Ja, also kann man nicht anders sagen, macht Laune mit dem zu kämpfen. Von daher war das gar nicht so schlecht, was wir gestern gemacht haben. Ja? So, genug ihr Sabbat. Jetzt geht's gleich auf den Titan. Gucken wir mal nochmal rein, was ist hier noch passiert, Schönes. Ja, sind wir gerade dabei zu räumen. Ja, also alles gut. So, okay. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.